Ja, dann werden wir es umgehen, oder? Bei uns hat der durchschnittliche Landwirt 12 Kühe. Dann machen wir unsere Challenge. Ja. Servus Hermann, grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, mein Name ist Markus Buchmeier. Ich bin Geschäftsführer der Pinzgau Milch, einer von zweien. Ja, die Pinzgau Milch ist ein sehr innovatives, internationales Unternehmen, die von klassischen Molkereiprodukten bis hin zu Function Food, Sportlernahrungen, Proteingetränken vertreibt. Da haben wir jetzt schon mal eine Spezialität von der Pinzgau Milch. Mhm. Was du jetzt zum Beispiel siehst, das sind schon die Kräuter und Blumen, ja, mit denen wir, man nennt es Affinieren, mit dem dann der Leib affiniert wird. Heuschnupfen war schlecht. Jetzt habe ich so viel über Käse gehört, jetzt bin ich schon gespannt, gibt es eigentlich was anderes auch noch als die Pinzgau Milch? Ja, die Pinzgau Milch, sagt der Name schon, ist in Pinzgau situiert, ist wirklich definitiv im Herzen der Alpen. Wir haben 100% Bergbauern, die uns mit ihrer Milch beliefern. Bei uns hat der durchschnittliche Landwirt 12 Kühe. Also bei uns hat wirklich, und das ist nicht nur so dahingesagt, jede Kuh nur ihren Namen. Und dementsprechend kann man da automatisch auch das mit Tierwohl verbinden, weil einfach der Landwirt seine Kühe kennt. Der Mal heißt ja, weil das weiße Gold ist der Schnee. Ja, aus deiner Seite schon. Von unserer Seite ist die Milch. Ja. Und jetzt fragen wir dann nur den Bauern, was der sagt dazu. Okay, bin ich schon gespannt. Schauen wir mal. Ab in den Stall sozusagen. Ab in den Stall, ja. Die Partnerschaft mit Raiffeisen ist für uns eine sehr, sehr wichtige, über eigentlich schon Jahrzehnte. Raiffeisen begleitet uns, hat uns in auch schwierigen Zeiten geformt und ist ein ständiger Begleiter, der unser Business mit uns mitgestaltet. Ausschauen dann so glücklich einmal, muss man sagen. Bist du eh noch nicht gemolken worden? Das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Die Sonne. Ah, nicht Sonne, Sonne. Die Sonne. Sonne. Die Sonne. Ja, hast du eine Beziehung mit ihr? Ja. Weil das ist wichtig, weißt du, weil es lässt der Büchner nicht an, wenn man okay. Ja, dann werden wir halt nur noch eine Beziehung aufbauen. Vielleicht machen wir Brieffreundschaft oder irgendwas. Gell? Lass mich gehen, sagt's. Ja, dann werden wir es umgehen, oder? Ja. Mit der Arbeit. Jetzt sind wir da bei mir im Milchstand, Herr Lin. Und da zeige ich dir jetzt noch, wie es melken geht. Du musst oben umgelangen, schließen und dann gleichmäßig nach unten ausbringen. Okay. Alles geht gut. Oder wartet ihr lieber? Nein, hab ich schon gesehen, ich nicht lieber. Dann machen wir uns eine Challenge. Ja. Ich würde sagen, 5 Liter habe ich schon reingeklaut. Oh, da muss ich Gas geben. Brav, Sonne, ganz brav. 3, 2, 1 und aus! Schau mal, oh, der hebe ich irgendwie nicht. Oh, weh! Fast gleich viel. Bei dir ja schon wesentlich mehr. Aber die linke Zitzen hat ein bisschen gewonnen. Wenn man mich jetzt fragt, was das Erfolgsgeheimnis da im Pinzgau ist, liegt die Antwort für mich klar auf der Hand. Die Einheit von Mensch und Tier. Jede Seite profitiert von der anderen. Und das damals wie heute. Von einer Generation zur nächsten. So gehen alle zusammen ihre ganz persönlichen Erfolgswege. Naja, wenn man das so anschaut, so rasch, da kriegt man einen richtigen Hunger. Zack, jetzt passt's.